Und wer träumt jetzt mit mir am Telefon? Hallo, hier spricht Tahuti. Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin Julia. Hallo Julia, wo ist der Romeo? den haben wir nicht. Ja? Nein, den habe ich nicht. Das ist blöd. Also müssen wir warten, bis die Nachtigall singt und nicht die Lerche. Was kann ich für dich tun, mein Engel? Ich hätte gerne etwas über meine berufliche Aussichten, über meine beruflichen Aussichten etwas. Was hast du denn vor? Ja, ich habe vor, in 2 Jahren in Rente zu gehen und dann möchte ich, dass das noch nicht alles ist. In 2 Jahren willst du in Rente gehen? Aber hallo? Mit dieser Stimme? Ich könnte schon in Rente sein seit einem Jahr. Julia, das ist ja der Hammer. Willst du noch eine Ausbildung machen? Ich habe schon mehrere Ausbildungen gemacht und würde gerne mit diesen Ausbildungen etwas tun. Und wieso wartest du noch so lang? Ja, das kriege ich dauernd zu hören. Bist du Scarlett O'Hara oder bist du Julia? Bitte? Bist du Scarlett O'Hara oder bist du Julia? Ich heiße wirklich Julia. Ja, Scarlett O'Hara hat immer gesagt, verschieben wir es auf morgen. Da habe ich ein bisschen von mit, ja. 1, 2, 3, was willst du haben, Liebes? Ich wähle die Mitte, 2. Okay. Das ist der Stillstand, in den du dich selber manövrierst. Du hast Angst. Ja, ein bisschen schon. Ja. Jetzt komme ich schon wieder. Wieso bewertest du und wieso hängst du in der Angst drin? Ja, sagen wir mal so, es ist so viel in den letzten Jahren, dass das mache, bewertet worden. Und zwar negativ bewertet worden, dass es mir einfach den Mut genommen hat. Ehrlich? Ja. Ich habe da neulich ein super Lied gehört. Ja? Ja, und es da geht? Da ging es auch um so dieses, was die Leute so bewerten an einem. Ja? Ja, ich kriege ja auch immer mit, was über mich so geredet wird, wenn ich wieder vom Fernseher draußen bin. Ja? Mhm. Und die Leute merken nicht mal, wenn sie mich bewerten, dass ich mich ja eigentlich selber auch ständig verarsche. Ja? Ja. So, das heißt also, wenn ich auf das hören würde, was die Kuh sagt, mein Bayern, das ist euer Dreck. Ja? Verstehst du? Ja. Wo ist dein Problem? Mhm. Schau mal, wer sich für den Himmel entscheidet, erlebt auf Erden die Hölle. Da ist vor 2000 Jahren ein Mann herumgelaufen, der den Menschen erzählt hat über die Bergpredigt, über das Abunde Bashmaya, was wichtig wäre, damit sie im Paradies leben. Was haben sie zum Dank dafür gemacht? Naja, sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Sie haben ihn bewertet, sogar seine eigenen Leute haben ihn verraten und verleugnet, weil sie Menschen sind. Ja, das haben wir Menschen so an uns, ne? So, also, was willst du jetzt? Dich an Bewertungen von anderen Dingen aufhängen oder deinen Weg gehen? Eigentlich möchte ich schon meinen Weg gehen, ja. Wann fängst du an? Ich glaube bald. Ja? Ich glaube bald, das ist schon wieder die Handbremse. Ja, das stimmt. Ich meine immer, ich muss noch mehr lernen, ich muss noch mehr, ich muss noch perfekt. Ehrlich, weißt du, was ich immer sage? Ich bin absolut lernfaul. Glaubst du, die Tahuti hat irgendwann mal das gelernt, was sie euch ständig erzählt? Das nehme ich an. Glaubst du? Ja. Wie viele Jahre Studium habe ich dann in 40 Jahren hinter mir? Ich bin jetzt 41. Wenn ich das alles gelernt habe, was ich euch ständig erzähle. Oh, ich habe keine Ahnung. Jetzt stell dir mal vor, ich mache den ganzen Tag Lebensberatung. Mhm. Arbeite nicht nur am Telefon und bei TV, schreibe nebenher noch 3 Bücher, habe ein Haus, eine Partnerschaft und 4 Tiere. Im Grunde genommen 2 Häuser. Mhm. Eine kleine Hütte noch dazu. Und das muss alles geregelt werden. Wann habe ich Zeit zum Lernen? Mhm. Du bist im Moment nicht mehr zu verstehen. Ich habe dich gefragt, wann habe ich Zeit zum Lernen? Ich denke, dass du wenig Zeit noch nebenher hast, ja. Und weißt du, was ich tue, wenn ich die Zeit habe? Mit der Sicherheit alles, aber nicht lernen, sondern mich mit meinen Freundinnen unterhalten über ganz normale Dinge des Lebens.
übers Bussi Bussi geben. Merkst du was? Ja, also das tue ich zu wenig. Aha, und warum nicht? Ja, das ist eben dieser Perfektionismus, den ich von klein auf an eingeimpft bekommen habe. Wann löst du diese Schattenseiten auf und legst los? Ja. Ja, das stimmt. Die verfolgen mich immer noch. Du bist schon seit einem Jahr in Rente? Ich könnte seit und einem Jahr seit in Rente und sein. Und ich bin erst 41 und ich lebe das, was du nicht schaffst. Nein, ich bin noch voll im Berufsleben. Ja, drum sage ich ja. Und ich könnte seit einem Jahr in Rente sein. Das sage ich ja, aber merkst du, was ich dir sagen möchte? Ja. Du möchtest mir sagen, dass ich das, was ich... Wie willst du das, was du gelernt hast, anwenden? Wie? Wann hast du Zeit? Ich habe vor kurzem jemand bei mir zu Hause gehabt, das ist eine Yoga-Lehrerin. Ja? Ja. Ich habe zu ihr gesagt, du hast einen Fehler, warum es bei dir beruflich nicht läuft. Du bist den ganzen Tag damit beschäftigt, deine neuen Yoga-Übungen an dir selbst auszuprobieren, dass du keine Zeit hast, um Leute in Yoga zu unterrichten. Wenn ich mir selber den ganzen Tag die Karten lege oder irgendwelche Bücher lese, wann will ich mit den Menschen arbeiten? Ich arbeite schon mit diesen Dingen, nur, sagen wir mal so, ich habe nicht so viel Zeit. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Ich glaube nicht so ganz. Ja, ich mag das. Du willst einfach nicht was tun. Du hängst so sehr im Verstand drin, dass du es nicht schaffst, über dich selber hinauszugehen. Also wirst du mit diesem Job, was du vorhast, in 20 Jahren auch keinen Erfolg haben. Aha. Wenn du was nicht tust? Wenn ich nicht einfach den Mut aufbringe, es zu tun. Ganz genau. Was ist das Wichtigste, was du als erstes tun musst? Ein bisschen mehr an mich selbst glauben. Was noch? Was ist das Wichtigste, was das du tun musst? Was mir Spaß macht. Das ist ja wunderbar, solange du nicht in Rente bist, musst du dich ja mit dem anderen Job nicht auseinandersetzen. Das ist eine gute Ausrede, gell? Ja, die ist super, ne? Habe ich gerade auch gemerkt. Ja, okay. Ja, wenn ich mich nicht scheiden lasse, kann ich mich ja hinter meiner Frau verstecken, obwohl die Liebe zu meiner Geliebten größer ist wie die unglückliche Ehe mit meiner Frau. Ja, sowas gibt es, ja, doch. Genau. Ja. Okay, ich habe es verstanden. Ja. Gut. Ich danke dir. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Wann fängst du an? Am besten morgen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und diesen Satz klebst du dir jetzt an jeden Spiegel, den du in deiner Wohnung hängen hast. Okay, das mache ich. Okay? Ja. Ich drück dich. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.